Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn die Glossy Box Young ist nun auch endlich bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, was hier drin verbirgt, sich zu erfahren, ja, genau so, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Young ist jetzt ja auch wieder im Geburtstagsmonat von der Glossy Box rausgekommen. Deswegen hoffe ich, dass sich in der Glossy Box Young auch tatsächlich coole Produkte befinden. Ich habe das Ganze zweimal bestellt, denn eine wird in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die Box erscheint alle 2 oder 3 Monate, kostet 10 Euro pro Box, ist keine Abo-Box, sondern die kann man sich dann einfach in dem Moment bestellen. Ich packe dir den Link dazu auch unten mal in die Infobox rein. Genau. Und die erscheint meistens in einem Special Design. Das haben wir jetzt tatsächlich hier auch. Ich mag diese Kombination aus Türkis und dem Pink unfassbar gerne. Also das finde ich wirklich schön. Sammys Haare sind da drauf, herrlich. Da sind meistens Produkte drin, halt wie der Name schon sagt, Glossy Box Young. Für die eher jüngere Generation würde ich jetzt einfach mal so sagen, also eher weniger Anti-Aging-Produkte und mehr so Drogerie-Produkte, mehr so, ich sag jetzt mal klassisch, Bilou-Produkte in Anführungsstrichen. Ne? Das sind für mich halt die klassischen jugendlichen Produkte. Genau, ja, Box. Gleiches Format wie Glossy Box. Glossy Box steht drauf. Ich mache die Box auf und habe hier ganz viele Glossy Box Logos Dinger drin. Genau, ich kann nicht reden. Und hier haben wir dann tatsächlich den Blick auf die Inhaltsgeschichte. Hier ist ein Flyer mit drin. Die Glossy Box Young hat kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern nur einen Flyer. Wir lesen uns einmal kurz durch, was vorne drauf steht. Hinten drauf sind die Produkte beschrieben. Young Beauty Smells Like Summer Edition. Ab sofort gehst du duftend und maximal strahlend durch den Spätsommer. Denn die neuen Must-Haves deiner Glossy Box Young Beauty sorgen für strahlenden Teint und ein rundum duftendes Pflegeerlebnis. Glücksgefühle inklusive. So werden deine letzten Sommerwochen einfach unvergesslich und zauberhaft schön. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Young Beauty Team. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir da vielleicht einen Selbstbräuner oder sowas drin haben. Ich hoffe nicht, denn ich wollte immer mal wieder welche testen. Ich habe auch ein paar hier, aber ich werde keinen einzigen davon testen, weil ich es einfach, ich habe käsige Beine und ich stehe dazu, Leute, es ist nun mal so, ne? Genau, ja. Was haben wir denn da wohl noch drin? Keine Ahnung, wir gucken jetzt einfach mal rein. So, es kommt mir übrigens ein richtig krasser Duft entgegen, sehr blumig. Sehr geil. Also ich mag es. Seidenschleifchen öffnen wir. Seidenpapier öffnen wir. Zerreißen wir. Ist aber derbe gefüllt, ne? Erster Blick in die Box. Ja gut, wie schon gesagt, Bilou-Produkt, ne, ist klar. Tasty Donut, Baby Loves You, 2-in-1 Body Spray, das kannst du als Deo und als Körperspray verwenden. Manchmal ist es tatsächlich so, dass Glossy Box dann auch so ein bisschen die Reste da reinpackt. Also jedenfalls habe ich das Gefühl, also dass es halt Produkte sind, die wir schon mal in Glossy Boxen drin hatten, weil ich glaube, das hatten wir schon mal in der Glossy Box drin. Das ist halt echt so ein klassisches Produkt, was ich in einer Glossy Box Young erwarten würde. Ist super süß, aber Body Sprays ist nichts für mich. Und als Deo ist mir das einfach zu süß. Also als würdest du dir ja quasi einen Donut unter die Achseln packen. Das ist nicht so ganz meine Welt. Ich mag süße, fruchtige Düfte, aber nicht süß Donut unter den Achseln. Also ja. Nice. dann ein Batiste Trockenshampoo. Fruity and Cheeky. Berry, Cherry, Fruity and Cheeky Cherry, genau. Genau, genau. So eine kleine Größe ist das. Ich benutze kein Trockenshampoo, weil ich mir jeden Tag die Haare wasche. Ich mag es einfach nicht, wenn ich es nicht mache. Und deswegen, aber passt halt auch echt wieder zu Glossy Box Young, ne? Weil das wieder dieses süße, mädchenhafte ist, genau. Dann haben wir hier etwas drin, was ich gut finde, aber auch wieder super zu Glossy Box Young passt. Das finde ich toll. Von Rexona All Day Protection to Move More. Ja, ein Fruit Spin, 48 Stunden, Antitranspirant. Ja, 48 Stunden, Leute, bitte tragt das nicht. 48 Stunden, bitte legt nach. Dermatologisch getestet und ich werde es jetzt auch mal Claudi-mäßig testen. Das heißt, ich werde es aufsprühen, denn sowas mag ich eigentlich wohl. Ja. Das riecht gut. Schade, dass ich es einfach hier mache. Ich weiß nicht, machst du auch immer so, wenn du die Deo drauf machst. Ich mache das irgendwie immer. Super angenehm, sehr trocken tatsächlich. Das ist schön, das gefällt mir. Ja, ne? Wird jetzt demnächst
bei mir verwendet. Cool. Ich glaube, ich habe aktuell auch noch ein Rexona, ein anderes Rexona in Gebrauch. Vom Duft her ist es nicht zu intensiv nach diesem Fruity. Also es riecht schon leicht fruchtig, aber hauptsächlich nach einem trockenen Deo. So. Okay, als nächstes haben wir eine Probe hier drin. Hawaiian Tropic Satin Protection Lichtschutzfaktor 15. Das ist ein bisschen wenig, Leute, ne? Also für mich jetzt nicht so. Also das ist eine Gratisprobe und ein 2€ Rabattcoupon auf das gesamte Hawaiian Tropic Sortiment. Ja, werde ich als Bodylotion Probe verwenden, weil ganz ehrlich, Lichtschutzfaktor 15. Ich brauche 50 plus. Ne, das wäre so meins. Ultra Radiance, Leaf Skin Soft and Radiant. Ja, das ist total super. Ja, genau. Soll ich die jetzt mal drauf machen? Kann ich jetzt theoretisch, ne? Ich habe ja genug freie Haut hier. Wieso eigentlich nicht? Das ist halt eine Bodylotion. Was soll ich da groß zu sagen? Weißelt nicht. Das ist positiv. Sehr positiv. Zieht gut ein. Also es fühlt sich jetzt auch sehr angenehm an, wie eine Bodylotion halt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie... Ich habe ein bisschen viel verwendet. Dass es jetzt irgendwie groß weißeln würde. Es ist halt nur, weil ich jetzt ein bisschen viel verwendet habe, ein bisschen viel halt auf meiner Haut, was verteilt werden muss und schnell einziehen darf. Oh, oh. Der Duft ist tatsächlich super angenehm. Also es ist einfach cremig, nicht so dieser typische Sonnencreme-Duft, sondern einfach so ein Creme-Bodylotion-Duft. Ich mache das jetzt auch mal auf meine Beine, denn ich mache jetzt tatsächlich dieses Sachet einfach mal leer. Also ich merke jetzt einfach beim Eincremen, dass es mir nicht für meinen ganzen Körper reicht von der Menge her. Aber das ist ja nicht schlimm. Ne? Das ist ja eine Probe. High Fashion. Also meine Haut nimmt das auch sehr, sehr gut auf. Also ich habe eine Hose an, ne? Nicht, dass man denkt, ich hätte keine Hose an. Das sieht zwar so aus, wenn ich hier so meine Nacki Beinis und nur meinen Oberkörper und so, aber ich trage eine Hose. Dass man das immer dabei sagen muss, ne? Das ist nicht selbstverständlich. Ja, hiermit aufgebraucht. Als Bodylotion wirklich schön. Also, ne, ich habe jetzt hier kein Weißeln. Das ist jetzt super schnell eingezogen. Meine Haut sieht gepflegt aus. Aber sie ist safe nicht geschützt. Ich brauche da wirklich sehr, sehr hohen Lichtschutzfaktor, ne? Gut, weiter geht die Bilderreise. Und zwar habe ich hier von Oritza Beauty ein Opaline Flawless Highlighter Stick. Den hatte ich auch schon mal in der Glossy Box mit drin. Habe den aber aussortiert, weil ich zu dem Zeitpunkt keine Creme-Highlighter oder Stick-Highlighter mochte. Mittlerweile lasse ich mich dann doch mal dazu so ein bisschen bewegen, von der Beauty-Industrie, sage ich mal, die Produkte auch zu verwenden. Deswegen werde ich den jetzt einfach mal aufmachen und testen. Den letzten habe ich, glaube ich, einfach weggegeben. Sehr, sehr schöne Verpackung. Also echt toll. Ich glaube, von Oritza oder Oritza hatten wir schon mal das ein oder andere da. Okay, der sieht dunkel aus. Kriege ich den auf? Ich da jetzt mit meinem... Oh, jetzt gehe ich da einfach... Matsch. Okay, ich bin da jetzt einfach mal mit meinem Daumennagel durchgegangen. Das hat ja super funktioniert. Aber Champagne Pearl hätte ich jetzt als heller eingestuft. Gut. Ja, ich würde da theoretisch mit einem Stippling Brush durchgehen, ne, und das dann halt so abnehmen. Das trage ich mir jetzt aber hier einfach mal etwas intensiver auf, damit man das auch in der Kamera sieht. Weil die Kamera schluckt immer sehr viel Licht. Aber wenn ich das so verteile, hat das einen schönen nassen Glow. Das kann ich mir gut vorstellen. Das einfach so als Creme Blush drunter zu geben, dann pudern und gegebenenfalls, wenn ich es noch intensiver haben will, ein bisschen on top. Doch, das gefällt mir. Das mag ich leiden. Das ist schön. Ein tolles Produkt. Die Verpackung wird nur sauschnell zuspacken. Ich kenne mich doch. So, wir haben noch viel mehr in der Box mit drin und wir haben schon 4 Produkte plus eine Probe. Wow. Okay, dann haben wir hier nämlich einen Lippenpflegestift von Be Natural mit Mango Natural Lip Balm. Das ist dieser hier. Und die von Be Natural sollen richtig gut sein. Ich habe noch keinen wirklich verwendet. Ich habe nur so viele im Backup. Aber ich habe noch so viel offen. Das heißt, den werde ich jetzt nicht aufmachen. Ja, Mango finde ich toll. Ich mag das auch, wenn Lippenpflegestifte ein bisschen Geschmack mit dabei haben, weil die trägst du dir auch immer wieder nach. Und das soll halt richtig mit Bienenwachs sein. Und Bienenwachs ist super pflegend. Und deswegen freue ich mich drüber. Das ist klasse. Rettet die Bienen, Leute. Kann ich dazu nur sagen. Echt gut.
So, dann haben wir noch zwei Produkte. Das sind diese zwei. Und da haben wir einmal reinigende Peel-Off-Maske. Die wird weiter wandern. Ich mag nicht so gerne Peel-Off-Masken. Das funktioniert einfach mittlerweile nicht mehr bei mir. Porentiefe Reinigung gegen Unvollkommenheiten und Hashtag Selfie-Look. Bioaktivkohle und Black Quinoa von Selfie Protect. Okay. Ja, süß. Ne? Aber brauche ich jetzt nicht. Und das hier ist eine aufhellende Peel-Off-Maske. Schade, die werden beide weiter wandern. Shine Like a Pearl, glättet die Haut, strahlender Teint, Selfie-Look mit Perlenextrakt und Pink Pomelo. Ja, schön. Also Masken feiere ich eigentlich total. Also ich finde es immer klasse, wenn Masken in Boxen drin sind. Aber ich bin einfach kein Fan mehr von Peel-Off-Masken, weil mir das einfach zu weh tut. Und ich habe in meiner Masken-Aussortier-Geschichte schon so viele Masken aussortiert. Könnte ich hier oben mal nachschauen. Ja, da werde ich keine neuen Peel-Off-Masken mehr in mein Sortiment mit aufnehmen, weil ich brauche jetzt erstmal die Masken auf, die ich gerne verwende. Peel-Off-Masken gehören da nicht zu. So, das war die Glossy Box. Young, sie ist leer. Sie hat mir richtig gut gefallen und ich dufte so gut. Also das ist ganz, ganz toll. Also Hawaiian Tropic, das könnte ich mir gegebenenfalls mal anschauen. Ich habe eigentlich genug. Aber ich könnte es mir mal anschauen. Ne? Vielleicht haben die ja noch andere Produkte. Weil wenn der Duft auch in den anderen Produkten so drin ist, dann 1A. Mir hat die Box wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Es war auch klassisch eine Box für Young Beauty, also für etwas Jüngere, was ich gut finde. Das hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, dass sie dann da auch Produkte drin hatten, wo man sagt, das sollte man jetzt nicht unbedingt als junges Mädchen tragen. Ja, wo dann auch so ein bisschen die Muttergefühle rauskamen. Aber ansonsten sind das jetzt wirklich gute Produkte, schöne Produkte, die mir echt gut gefallen haben. Und die Box hat mir gut gefallen. Glossy Box, richtig geil gemacht. Sommerprodukte 1A. Und wenn auch dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!